Wollen wir zur Auflockerung dieser Sitzatmosphäre noch ein kleines, sinnloses Quiz in dieser Sendung spielen, Sven? Ich habe gedacht, ich lege mich jetzt ein bisschen hin, weil... Das kommt nach der Show, auch das ist Tradition. Vorher aber spielen wir unser beliebtes Quiz Gefragt, Gesagt. Und hier ist Ihr Moderator, Michael Reufsteck. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Gefragt, Gesagt. Der Spielshow hier in der PM Krause Show, unsere Kandidaten heute. Sven Plöger. Dankeschön. Hey. Und PM Krause. Das Spiel geht ganz simpel. Ich stelle Fragen, dann sollen die beiden was sagen. Deswegen heißt es Gefragt, Gesagt. Es gibt jeweils mehrere Antworten auf jede Frage und ihr sollt auch mehrere geben, nämlich drei. Dafür habt ihr jeweils 5 Sekunden Zeit. Jeder kriegt seine eigenen Fragen, ihr gebt die 3 Antworten. Wenn jeder von euch 5 Fragen beantwortet hat, dann werden wir sehen, wer gewonnen hat. Dazu haben wir unsere digitale Anzeigetafel, das ist Michael Leupold. Können wir mal kurz das Symbol für Pierre hat gewonnen sehen? So genau. Sieht das aus. Daran würden wir erkennen, wie das Spiel am Ende ausgegangen ist. Das ist es im Wesentlichen. Wir haben hier noch einen Buzzer, der hat auch diesmal wieder keine Bedeutung, aber er war teuer, deswegen einmal bitte ausprobieren. Soll ich mal? Ja, bitte. Schon hat er sich amortisiert. Könnt ihr gerne drücken, wenn ihr eure 3 Antworten gegeben habt. Wir werden dann merken, ob noch Zeit übrig ist. 5 Sekunden für jede Frage. Wir wollen ermitteln, wer anfängt. Deswegen haben wir so getan, als hätten wir gelost. Sven Plöger fängt an. Ach, welch Zufall. Ja, ist ja verrückt. Und das ist die erste Frage an dich. Sven, nenne 3 Arten von Regen. Starkregen, Tau und Reif. Das ist übrigens, das ist Niederschläge. Ist Reif, das sind Niederschläge. Regen? Reif sind Niederschläge. Heißt das, du ziehst dir den Punkt gerade selber wieder ab? Ich müsste mir 2 Punkte abziehen. Okay. Aber ich möchte ja, dass er eine Chance hat. Ich möchte eine Chance geben. Nein, man hätte natürlich, aber 3 Arten von Regen. Also man muss, also Hagel und Graupel, das ist alles, aber kein Regen. Schnürregen kennt der Bayer? Ja, das kenne ich aber nicht. Ich kenne nur Katzen und Hunde, glaube ich. Starkregen, Nieselregen, Sprühregen. Sprühregen, so wie im Norden, der Sprühregen. Ja, das wäre gewesen, aber die 5 Sekunden sind knapp vorbei. Darf ich beim nächsten Mal mehr Zeit haben? Ja, bitte, unbedingt. Sehr gut. Na gut, bin ich jetzt dran? Ja, okay. Nenne 3 Arten von Witzen. Asmussen, Besmussen und Krause. Ich glaube, davon können wir... Das ist so die Qualität. Ja. Entschuldigung, beim Regen wart ihr tolerant oder was? Ihr wisst, dass das eigentlich Niederschläge sind, ja? Zweite Frage zuerst an Pierre. Ja. Nenne 3 Naturkatastrophen. Wirbelsturm, Orkan, Helene Fischer. Sven, nenne 3 Frisurkatastrophen. Glatze, Frisur wie Pierre M. Krause und Locken. Die Locken kamen knapp, dafür werten wir Pierre M. Krause doppelt, sind 3 Punkte. Ja, ja, ja. Mag ich nicht. Ich mag ihn noch nicht. Aber man muss sich in das Spiel auch erst eingrooven. Also wenn wir mal 2, 2,5 Stunden durch haben, dann werde ich besser. Ich dachte auch, von den 2 Naturkatastrophen ist ja Orkan und Wirbel schon fast dasselbe. Ne? Die 3. stimmte allerdings. Die gilt. Wir haben ja auch sonst nichts vor, also die 2,5 Stunden machen wir. Sehr gut. Also, du machst alles richtig. Nenne 3 Leute, die deinen Job besser können. Michael Reufsteck, Sven Plöger und der Pförtner des Senders SWR. 2 waren in der Zeit. Gerade hat der Pförtner geklatscht. Vorderrecht, Krause. Sven, nenne 3 Leute, die Pierres Job besser können. Ich. Du. Alle hier. Das geht in eine ganz komische Richtung, dieses Spiel. Das ist ein sehr gutes Spiel. Wir schauen auf unsere digitale Anzeigetafel. 4:1 für Sven Plöger. Ja. Sven Plöger hat gewonnen. Yeah. Herzlichen Glückwunsch! Herzlichen Glückwunsch! Dankeschön!